Was geht so, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Wieder mit Crush40Freak89 und Galaxy Mario 96. Hallo! Hey! Zum dritten. Ja, wir haben ja schon mehrere Aufnahmetests nochmal machen müssen, weil es in letzter Zeit zu viel gelaggt hat bei den Aufnahmen. Hoffentlich tut es das diesmal nicht, liebe Leute. Und ich hoffe, es schon. Und dann starten wir direkt ins Vergnügen. Ja, jetzt haben wir nämlich den Secret-Ausgang in der Burg-Level erreicht, weil ihr seht gerade, wir sind jetzt in einem völlig anderen Level. Und den werden wir jetzt auch starten. Den hatten wir alle am letzten Part noch eben schnell gesehen. Genau. Voll. Aber der war natürlich ein ziemlicher Fail. Ich hoffe, diesmal geht nichts schief. Und diese, ich meine, haben die überhaupt einen bestimmten Namen, diese, neuen Paracoopers hier? Ich hab keine Ahnung. Aber wenn wir schon gerade hierbei sind, sage ich doch einfach mal guten Appetit. Ja. Ihr könnt gerade hören, dass er sich eine Brezen zu sich nimmt. Mhm. Ja. Nein! Wie geklappt bin ich eigentlich? Ich dachte, ich könnte den verschlucken mit Yoshinski. Das wäre eh nicht sinnvoll. Außerdem ist er zu groß. Ja, ich meine, aber Yoshi verschluckt schon alles, was größer ist. Denke einmal an Yoshi's Island zum Beispiel, diese dicke Shy Guy. Boah. Gut. Ich mein, das könnte knapp werden. Aha. Ja. Wenn du gesprungen wärst, dann vielleicht, aber. Oh, naja, ich sag dazu nur. Mhm. Okay, nee. Oh, also mit 1, Mensch. Ich konzentriere mich jetzt zu wenig. Sollte ich gleich. Ja, wo man sie braucht, hat man keine Helikopterpilze, ne? Ja, leider. Naja. Nehme ich mal einen Superpilz, weil vielleicht hat die nächste Itembox mal einen Propellerpilz. Wenn ich sie hoffentlich doch erwische. Ich glaube nicht. Ich meine, da war eine Feuerblume drin. Ja. Was eigentlich nicht so logisch ist, aber. Genau, weil in so einem Level, da braucht man schon einen Propeller. Ach! Die können einen aber zerquetschen, da musst du aufpassen. Ach so? Ich glaube zumindest, dass es so ist. Ja. Okay, Yoshinski, diesmal bleibst du aber bei mir. Ich glaube, die brauchen. Du solltest auch nicht versuchen, die Viecher zu fressen. Nein, diesmal. Erst recht nicht die großen. Nein. Ich denke, da kriegt er besonders viel Magenschmerzen, weil das die. Nein! Und Yoshi isst auch nicht das Mittagessen von den Viechern, ne? Nicht, dass er da was verwechselt. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, soll ich das? Hättest Anlauf nehmen müssen und dann. Ja, aber da wäre ich den. Zwar mit Schaden, aber dann wärst du wenigstens durch gewesen. Ja, wäre ich den entgegengerannt. Also, das wird jetzt eine richtige Fail-Parade bei dem Level hier. Man braucht da schon wirklich einiges an Skill. Schade, dass ich da nicht mitmachen kann. Ja. Ich hätte jetzt echt so Lust. Apropos Let's Play Together. Ich meine, es müsste aber auch über Classic Media Player die, Ja, stimmt, das war eine Feuerblume, genau. Ha! Ja. Über Classic Media Player auch die Emulatoren zum Übertragen sein, oder? Aber. Nein, Emulatoren, die haben ja einen eigenen Bildschirm. Und wie kann man die am besten übertragen? Wow. Aber auch mit Bildschirmübertragung, das dürfte dann auch gehen. Also da gibt es auch so ein Open-Device dafür, extra, sag ich mal. Nein, dann musst du einfach nur so über Skype die Bildschirmübertragung machen. Ich sehe ja so jetzt deinen gesamten Bildschirm. Ja. Und wenn du das dann auch über deinen Bildschirm hast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie stelle ich mich denn bitteschön an? Nein, ich sag jetzt nicht, da ich schon oft genug Marco-Spruch geklaut habe. Wie ein Bekloppter, sag ich jetzt einfach, weil das hat er bisher noch nicht gesagt. Denke ich mal. Du stellst dich an wie ein Aufsteller. Okay. Aufsteller? So ein Schild, so ein Aufsteller. Okay. Das klingt schon mal. Das klingt auch super, das muss ich mir merken. Dann ist dies der Mario. Er ist meiner. Schade, weil ich wollte gerade ein Copyright draufschreiben. Das wäre so noch. Na toll. Danke, Feuerblume, für gar nichts. Also auch meine Schuld. So, hoffentlich enttäuscht mich wenigstens Yoshinski nicht. Ja, dann sagen wir so, du kannst dann den nehmen, dann sage ich, du stellst dich an, als würde es irgendwo einen Sonderverkauf geben. Ja, aber einen schlechten Sonderverkauf, würde ich mal sagen. Nein, einen Sonderverkauf und du bekommst nichts mehr ab. Genau. Hust, hust. Ja, vergib mein ständiges Husten, ich bin ja noch ein wenig verschnupft. Weil,
Es herrscht ja bei uns. Es hat ja bei uns schon angefangen zu schneien. Bei ihm, nicht bei uns, bei ihm. Ja, ey, bei nicht, mir. Dass ihr das jetzt missversteht. Ja, bei ihm, bei ihm Deutschland und bei mir Österreich. Geht das ja. Ja. Ein bisschen anders. Aber komisch, dass es schon ab noch vor November geschneit hat. Was mich jetzt aber mal interessiert, was haltet ihr davon, wenn man wenn man euch Össis nennt? Das wüsste ich gern mal, weil also, manchmal, manchmal sagen wir Össis und nicht Österreicher. Also bisher habe ich das noch. Also bisher hat man uns da noch nie so genannt. Ich meine, ich spreche jetzt die ganze Zeit auf Hochdeutsch, aber auch nur so aus. Ja, okay. Jetzt vergessen wir mal die Starcon, da nehme ich das nächste Mal einen Propellerpilz her. Oder. Weiter. Du hast übrigens, falls du es gerade nicht gesehen hast, nur ein Up erhalten. Ja, ich habe schon gesehen. Aber die sind mir jetzt nicht so wichtig, weil ich habe noch über die 80. Aber wie soll ich da bitte schön wissen, wo? Ach, diese ganzen Wolken. Da sieht man ja kaum was und ich kann das nicht wirbeln. Ich kann damit Yoshi nicht wirbeln. Das ist leider das Problem, bitte. Vielleicht solltest du mal da unten die Itembrüder aufsuchen, die du noch hattest. Ah, ja, stimmt. Okay, beende ich einfach jetzt nochmal den Level. Sorry, Leute. Das ist jetzt... Achso, das geht nicht. Du musst ja erst einmal durchspielen. Okay. Also, was ich dazu sage, ist... Ja. Guten Appetit. Wenigstens kommt der jetzt runter, weil... bin ich wieder volle Kanne abgesprungen. Mann, ich hoffe, dass ich in diesem Part noch den Level fertig kriege und noch ein paar andere machen kann. Also, da geht's schon ganz schön ab hier. Geht ab wie Schmidts Katze. Genau. Wer kennt den Schmidts Katze? Ja, also hat ich da überhaupt noch, schon mal jemand gesehen? Also ich dabei noch nicht. Aber das müsste ich vielleicht mal auf YouTube nachsehen. Nein! Mann! Gott. Immerhin noch gerettet. Ja. Schade um Yoshi, aber immerhin noch gerettet. Ja. Hoffentlich kommt er vielleicht in einer anderen Versteck-Itembox wieder, also... Okay, boah. Nicht, dass ich wüsste. Mann, also... dass so ein Level nicht mehr New Super Mario Bros. 2 gibt... Boah, ey. Ich mag den Level eigentlich, der ist... Ja. Du musst aufpassen. Ja, Mann! Oh. Ein Stück weiter rechts. Ja, ich hab's... Jetzt vergiss nicht die Itembude. Ja, ab jetzt die alte Bude aufsuchen. Ich hoffe aber, dass ich da einen Propellerpilz gewinnen kann, weil das ist auch nur so ein Glücksspiel. Weil in Super Mario Bros. 2, da kriegt man gleich direkt die Items. Sorry, Toddy. Wenn du mal kurz eine halbe Minute wartest, kann ich dir vielleicht aushelfen. Moment. Ja. Okay. Oh, oh. Geht schon wieder Fraps zurück oder was? Hat es jetzt dazwischen geleckt? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Ich zocke die ganze Zeit auf dem Fernseher. Also, ich habe ja mal gesagt, ich habe so eine schöne App dafür. Und was für eine? Wo du genau sagen kannst, wo was liegt. Wenn die jetzt auch noch startet. Ja, tut sie. Welt 7 bist du, ne? Ja, immer noch. Gut, dann geh einmal ganz nach links unten. Hm. Ganz nach links unten, nicht oben. Also unten. Ja. Oh, aha. Ich sehe gerade, dass es die ganze Zeit ganz schön laggt. Okay, Feuerblume. So, dann geh zweimal nach rechts von der Plattform aus da unten. Zweimal nach rechts. So? Also noch ein tiefer. Genau. Aha. Gut, dann kannst du jetzt erstmal die ganze Reihe aufdecken. Bis auf den links, der da noch übrig ist. Ich hoffe nur, dass... Nein, den nicht. Woher weißt du das so genau? Oh Gott. Ich hab doch meine App, hab ich gesagt. So. Genau die Reihe. Erstmal aufdecken. Nein. Nach rechts. Ganz nach rechts. Die Reihe erstmal fertig machen. Also. Okay, gut, Pinguin. Dann gehst du einen nach oben. Der ist sicher. Mhm. Der ist 100% sicher. Gut, dann kannst du alles rechts aufdecken. Jetzt habe ich das Bild komplett. Ja, also die rechte Hälfte musst du erstmal komplett machen. Bis dahin. Bis dahin kannst du alles komplett machen. Ja. Nein. Oh Gott, nein. Ich habe gesagt, die rechte Hälfte. Ja, und da ist er. Genau das Bild habe ich nämlich auch gerade. Ja. Und das war kein Propellerpilz. Hast du noch irgendwo in einer anderen Welt eine Itembude? Nein, also schon. Ich denke vielleicht schon. Ich guck noch mal schnell nach. Und ich sehe gerade, Fraps tut die ganze Zeit ständig abstürzen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, es sagt auch schon hohe CPU-Auslastung durch Fraps.
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau ändern soll. Aber ich hoffe, dass jetzt der Part deswegen mich nicht so sehr laggt. Oh, da ist die Itembox, aber der Giraffen-Piranha bewacht ihn. Vielleicht könnte ich... Ah, nein, das kann ich nicht. Der ja, das könnte jetzt interessant werden. Ja, als kleiner Mario. Mhm. Okay. Also ich gebe dazu jetzt meinen üblichen Kommentar ab. Ja. Okay, ich muss jetzt wirklich genau gucken. Und? Ich frage mich nur, warum... Theoretisch müssten ja so auch Marios Knochen klingen, wenn er mal irgendwo runterfällt. Ja, Videospielfigur, Videospiellogik und vor allem eigentlich auch schon für jedes Alter gedacht. Mhm. Also ich hoffe, Fraps bleibt jetzt die ganze Zeit normal, weil ich sehe gerade, es bleibt noch auf seinen 30 Frames. Weil... Gut. An alle Zuschauer und Abonnenten möchte ich mich für das Lagen entschuldigen, aber anders geht es derweil nicht. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben und den Download-Link zu einer Gratis-Vollversion von einem besseren Programm, das auch mit Roxio Game Capture übereinstimmt. So. Übertragung mit Skype zum Beispiel auch. Okay. So, ganz links unten kannst du jetzt wieder. Das ist sicher. Hm. Eisblume, gut. Dann den da drüber. Über dem? Ja, der ist auch sicher. Und gleich auch noch eine Eisblume. Ich denke, dann da drüber ist jetzt Bowser. Dann den kannst du machen. Ja, der ist sicher. Also ich glaube, du cheatest da jetzt, weil du da... Nein, den nicht. So, und jetzt die alle da drunter, unter dem Propeller kannst du machen. Und ich habe einen. Ist schon mal gesichert. Es gibt noch einen zweiten hier. So, rechts. Da? Ich sag jetzt einfach, wo du lang gehen solltest, ne? Rechts kannst du jetzt die ganze Reihe aufmachen. Ich liebe diese App. Die ist einfach praktisch. Nach oben? Geht komplett? Da? Achso, da. Ja. Ja. So, links daneben ist jetzt Bowser. Da drunter ist eine Feuerblume. Da, genau. So, jetzt nach links oben. Und nach links unten. Da. Ja. Alles. Also du hast da, glaube ich, gecheatet, weil du hast das, glaube ich, mal notiert irgendwo oder so. Nein, es gibt so eine schöne App für. Wenn jemand von euch Android hat, diese App heißt Mario Wii House Guide. House Guide? Könnt ihr ruhig mal eingeben, Mario Wii House Guide. Wie viel kostet die denn? Die ist kostenlos. Ah. Ob du es glaubst oder nicht, die ist kostenlos. Und die gibt es auch für Android und es laggt. Ich hasse das. Ja, das ist eine Android-App. Ja? Es ist gut, weil wenn es auch mit Galaxy S Plus übereinstimmt. Achso, mit Minus. So, ich hoffe, ihr stört euch die ganzen Lags jetzt nicht dazwischen, aber anders geht's ja dabei nicht, wie schon gesagt. Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr ein Programm kennt, eine Gratis-Vollversion, die lagfrei auch mit Skype eine Bild- und auch Tonübertragung besitzt. Bitte? Okay. Dankeschön. Gut, du hast jetzt vergessen, den Propellerpilz zu nehmen. Ja. Was ist das? Das ist der Superassistent. Dann hast du den Level zwar beendet, aber der wird immer noch rot angezeigt. Das heißt, du hast ihn nicht wirklich beendet. Nein. Also dann mache ich das lieber nicht. Du kannst es vielleicht mal demonstrieren. Ja. Später mal. Aber zu spät. Diese. Machen musst du ihn dann trotzdem noch. Dann kannst du dir aber abgucken, wie das geht. Ach, Mann. Also es geht hier anscheinend nur alles schief jetzt gerade. Ich hoffe. Also wenn du jetzt noch Yoshi verfehlst, ne? Ja. Mann, also es ist nicht sehr einfach jetzt gerade. Also mit Yoshi, da könnte ich jetzt zwar den leichten Strampler in der Luft, aber die Wolken kann ich nur auflösen, wenn ich sie direkt berühre hier. Boah, ey. Okay, rauf. Da muss man ein bisschen zielen können. Ja. Aber. Ist da wirklich jemand One-Up da oben? Nein, das ist, wenn du 8 von diesen Viechern besteigst, bekommst du einen One-Up. Das ist ja wie bei den Gumbas zum Beispiel, wenn du auch hintereinander auf 8 springst. Eher, Gumbas? Also ich sag immer Gumbas. Ja. Das ist noch nie einer beschwert. Nein. Du solltest auch mal ein bisschen weiter springen als immer nur einen weiter. Ja. Aber leider. Jetzt hättest du strampeln können und dann nochmal von Yoshi abspringen. Ja. Und jetzt vergiss deinen Propellerpilz nicht. Nein. Und ich hoffe, dass der Part jetzt nicht zu lang wird. Weil... Aber wir haben gerade mal vielleicht 20 Minuten. Oh. Eins. Okay. Weil ich... Wusstet ihr jetzt... übrigens... Achso, mach du erst. Ja? Ja. Was wolltest du sagen? Mach du erst.
Ja, ich hoffe, dass ich den Part noch mit demonstriere ich das halt, Gott. dass ich den Part jetzt noch mit den Level beenden kann. Superassistent mit Luigi. So, der zeigt dir jetzt, wie das geht. Ja, apropos, kann man eigentlich auch Luigi so freispielen im Einspielermodus, als dass man ihn verwenden kann, so wie in New Super Mario Bros. 1 und 2? Oder nicht, dass ich wüsste. Ja, ich meine, das ist doch wirklich blöd, dass man nicht, auch noch so über die Kontrolle von Luigi und einen der beiden Toads übernehmen kann bei diesen beiden Games. Also bei Wii und bei Wii U wahrscheinlich geht das auch nicht. Also wird das wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber so seht ihr jetzt wenigstens mal den Level hier. Ja, ich denke, die Star-Coin wird er auch nicht mit aufsammeln. Ja, doch, teilweise macht das. Wird die dann aber auch gesichert? Nein, die werden nicht gespeichert. Das wird alles nicht gespeichert, was der jetzt macht. Schade. Aber so siehst du wenigstens mal, wie das funktioniert. Na, der sammelt die doch nicht auf. Ja. Ich meine, schön wär's, weil ich brauche ja wirklich jede Star-Coin. Und apropos, weil es gibt ja auch Starcoins zusammen in der 9. Welt. Muss man die auch alle sammeln, damit man die nächsten Levels freischalten kann? Oder geht das auch ohne alle einsammeln? Alle Levels zu spielen. Das geht auch ohne. Ja, solange man die ganzen Starcoins von den anderen Welten hat, würde ich mal sagen, oder? Das war ja der. Ja, das reicht einfach, wenn du die hast. Aber was passiert wohl, wenn man alle Starcoins hat von jedem Level, also auch von der 9. Welt? Das ist jetzt die Frage. Dann kriegst du noch einen Stern zusätzlich. Ein Stern, also... Auf deine Spieldatei. Ja. Also, so ein ähnlich unnütz wie bei... also es ist nur eine Markierung, dass man es hundertprozentig abgeschlossen hat, würde ich mal sagen. Genau. Aber es ist so ähnlich... Das ist halt das Ziel, das man erreichen kann. Ja, so ähnlich unnütz wie bei New Super Mario Bros. 2, wenn man 1 Million gesammelt hat. Und auch noch unnützer die Belohnung, wenn man alle 99 Millionen oder 9.999.999 sammelt hat. Ja, man muss da schon dieses DLC runterladen für ein paar Euro, um dann leichter mindestens 30.000 zu kriegen. Also ach, es gibt einen ganz einfachen Weg. Wie? Es gibt einen ganz einfachen Weg. Ja? Mach den Münzrauschmodus, die Feuerblume. Und such bis Welt 3-4 als erstes kommt. Dann, was du dann machen musst, ist. Das ist ja diese Welt, wo das Gift auf und absteigt. Mit den Kisten. Ja. Da gibt's ja auch diese versteckte Ranke und der Koopa. Da oben, ja, ne? Kennst du den noch? Wo der Goldring ist und dann der Koopa immer so nach rechts und links geht. Ja, ich denke, dass mit der da etwas in, so etwas ein Begriff sein sollte. So, da musst du dann mit dem Tanuki hin und den Koopa so hinfallen lassen, dass er direkt neben der Ranke aufkommt. Aha. So, jetzt kannst du es mal selbst versuchen. Ja, jetzt möchte ich es auf jeden Fall versuchen. Ich hoffe, ich habe auch den Propellerpilz aktiviert. Ja. Und wenn du es dann selbst geschafft hast, dann, was rede ich jetzt hier? Nee, und wenn du dann geschafft hast, den Koopa nach da unten zu bringen... Ja. Dann musst du schnell auf die Feuerblume wechseln. Und sobald der Koopa anfängt zu wackeln, ja, aktivierst du den Goldring, steigst auf die Rampe, auf die Ranke, so hoch, dass du praktisch den Koopa schlägst. Ja. Und bleibst dann da einfach stehen. Dann triffst du den immer wieder und er geht immer wieder nach rechts und links und kassierst jedes Mal 100 Münzen dafür. Oh, ja. Bis halt der Goldring vorbei ist, dann kassierst du jedes Mal 50. Ja, das ist schon klar. Wenn du dann 15.000 Münzen hast, lässt du dich treffen und nimmst den Tanuki, der noch in deiner Reserve ist. Ah ja. So kannst du dann an die Flagge nach oben springen. Schlecht. So kannst du dann an die Flagge nach oben springen und dann die Münzen dementsprechend doppelt kassieren. Ja. So, und beim ersten Mal, wenn du das machst, spielst du am besten die anderen Level noch einmal kurz durch. Dann kannst du es nämlich ja, indem du deinen Rekord selber auswählst, immer wieder machen. Ja. Und in den darauffolgenden, also beim zweiten, dritten, vierten Mal, bringst du dich einfach im Level danach um. Dann hast du nämlich sofort 30.000 Münzen. Ach so, ohne dass man extra, ja, stimmt. Ohne dass man extra den Münzrausmodus beenden muss. Okay, die Feuerblume sollte ich jetzt lieber nicht nehmen. Schade nur, dass es da keine Reserve-Items gibt, so wie Super Mario Bros. 2, ja, also direkt beim Level, dass man den anwählt, aber ich denke, also das war ups. Von der Erklärung her ist es jetzt auch nicht so einfach immer so zu erklären. Also ja, ich denke, da müsste ich das Video müsste ich dann natürlich noch öfters angucken, um das nochmal durchzugehen. Aber ja, so schwer ist es aber eigentlich gar nicht, ja, wenn man es erst mal dran hat. Aber ich denke, mein größeres Ziel wird sein... Ah, toll. Okay, lebe wohl, Yoshinski.
Okay, ich versuch's mal so. Na toll. Das war jetzt schlecht. Und so. Das war jetzt doch, gut. Du legst es aber auch echt drauf an, ne? Ja. Du sagst, Spiel schenkt mir den Freitod. Ja. Okay, aber jetzt mit dem Propeller geht's wirklich eindeutig besser, sag ich mal. Hm. Wenn nicht, ich hab noch meine App, dann kannst du dir noch ein paar holen. Ja, genau. Da oben ist Starcoin. Ja, ich sehe sie. Erwischt. Zum Glück auch bei dem Wirbler, da wird auch die Wolken die ganze Zeit verschoben. Also, mein Tipp an euch, benutzt hier lieber den Propellerpilz. Das habt ihr schon gesehen bei mir. Hm. Nein, die Feuerblume will ich nicht. Pfui, aus, böse. Ja. Okay, jetzt mal da hoch wieder. Jetzt sehe ich mich gar nicht mehr. Aber da und immer nur auf den möchte gern Paracooper drauf. Was das überhaupt einer ist, weil. Mann. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr den Namen wisst. Genau. Ihr habt ihn gehört. Oh. Gott hat gesprochen. Zumindest werde ich hier mit extra Leben wieder beschenkt. Also ich bekomme meine ganzen Fails wieder ausgeglichen. Praktisch. Jetzt möchte ich mal wissen, wo hier noch eine Starcoin ist. Da unten. Einfach ja. Sinken lassen jetzt. Siehst ja. Du sie? Ja, ich sehe ein kleines Stückchen von ihr. Schneller, schneller, schneller. Und rauf! Und zum Ende hin steuern. Okay, da ist zum Glück der Boden. Fester Boden unter den Füßen. Dankeschön. Okay. Secret, oder? Nein, es ist kein Secret. Da ist er ja auch durchgegangen. Das ist einfach nur höher an der Flagge. Aha. Okay. Wollte gerade sagen, schade. Aber gut. Ja, stimmt. Und mit dem Propellerpilz wäre ich da auch nochmal hochgekommen. Mhm. Das ist das blödeste theoretisch am Propellerpilz. Du kommst ja. Immer an die One-Ups. Genau. Jetzt im Mario-Time. Das macht es einfach ein bisschen zu einfach, finde ich. Aber, naja. Ja. Ich meine, bei Tanuki ist es auch genauso in Super Mario Bros. 2. Mhm. So, und was jetzt, finde ich, schön gemacht ist. Ja. Es gibt zwei Ranken. Ja, und da kommt man zu einem geheimen Eingang in die Burg. Aber den machen wir erst, nachdem ich den regulären Weg hier bei den Turmen mache. Das machen wir jetzt noch ganz schnell in diesem Part. Ja, leider wegen dieser Fehlen-Fails wird der Part jetzt wahrscheinlich noch zu lang. Also, die Fail-Parade. Ja. Ich hoffe, dieses Mal bleibt Fraps jetzt stabil, weil ich sehe es ja auch gerade. Tut mir wirklich leid, dass das jetzt so sein musste, aber anders geht es dabei nicht. Wenn ich dann wieder 30 so... bleibt im Moment konstant, also... Ja. Wenn ich dann wieder mit, wenn ich dann wieder... Ja, willkommen an Bord. Wenn ich dann wieder Solo spiele, dann nehme ich das wieder mit der Roxy auf. Da ist doch eine, da ist doch eine Box. Ja, ich sehe sie. Aber nur mit einer Feuerblume. Nehme ich die mal auch so mit. Also, wenn ich mal wieder... Ach, fixt beinahe. Zum Glück ausgewichen. Also, wenn ich mal wieder Solo aufnehme, dann mache ich das wieder über die bessere Aufnahme mit meiner Roxio. Weil da bleibt sie die ganze Zeit stabil, komischerweise. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Ja. Es braucht einfach ein bisschen wahrscheinlich, wenn Skype das Bild mit überträgt. Ja, weil das ist auch noch zusätzlich das, okay, wir haben jetzt bei der Feuerblume, weil die kann nur gegen Blut durchaus ausrichten. Die Eisblume komischerweise nix. Aber die Goldblume ist overpowered, die setzen gleich einen normalen Treffer wie beim Sprung zu. Ja. Aber schon geiles Feature. Hält dafür aber auch nur ein Level, das finde ich dann wiederum gut. Ja, stimmt, das ist auch ein bisschen ausgeglichen, weil so wird es nicht unfair. Ist ja auch wirklich overpowered. Aber man wird da deshalb nicht unbesiegbar, weil dann wäre es erst recht overpowered. Okay, ich muss da. Du kannst auch rechts lang, das ist die normale Röhre. Ich weiß. Also, da bekomme ich glaube ich auch eine Abkürzung. Eine kleine, sag ich mal. Ja, ein paar Zentimeter. Okay. Jetzt mal diesen Bob-Oms hier vorbei. Also, ja, vernichtet euch bitte gegenseitig und du fliegst auf mich drauf. Ein Bob-Om. Genau in dich rein. Ja, ein Bob-Om kommt geflogen. So, aber ich brauche diesmal einen von ihnen, um die Starcoin zu erwischen. Hoffentlich. Jetzt ja, das ist gemein. Ja, nein! Hoffentlich ballert jetzt. Hoffentlich erwischt mich jetzt nicht noch einer. Gut. Oh. Also und selbst wenn, du hast einen Checkpoint aktiviert. Stimmt. Hä? Was ist los? Ich dachte schon, der braucht aber jetzt ganz schön lang, bis dass er explodiert. Jetzt fliegt wieder direkt einer auf mich drauf.
Du weißt ja nicht, wo die hier jetzt aufkommen. Verpieselt euch endlich mal. Boah. Ja, das hättest du wohl gern gehabt, oder was? Mich von hinten anzugreifen. Achtung, jetzt kommt gleich die Starcoin. Ja, ich sehe sie. Jetzt schnell ein bisschen. Nein. Aber das. Oh Mann. Ich hab gar nicht gesehen. Geil. Solche Fails gibt's nur bei Crush 40 Freak 89. Ja. Naja, aber ich werde keine noch besser werden. Vielleicht bin ich schon etwas alt fürs Gaming. Ich meine mit fast 23, aber das ist ja auch Markus schon. Man kann nie zu alt sein. Ja. Außer du bist 40. Naja, selbst wenn, bei GameStop gibt es ja auch 40-jährige Arbeiter und die zocken selber auch noch ein bisschen noch. Mein Vater, der ist leidenschaftlicher Battlefield-Zocker, also. Oh. Battlefield 3. Du solltest vielleicht mit einem Item reingehen. Ich denke auch. Also mein Vater ist leidenschaftlicher Battlefield 3-Zocker und er spielt... Und ja, schon regelmäßig. Ja. Aber ich meine, er suchtet das nicht wirklich jetzt direkt, oder? Nein, Suchten nicht. Ja. Suchten ist nur was für Schüler und Studenten, weil die dann noch die Zeit zu haben. Genau, weil er muss ja auch noch arbeiten, denke ich mal. Ich meine, mein Vater zum Beispiel, der hat auch mal mit seiner PlayStation 2 gezockt, gerne mal. Aber er wäre jetzt ungefähr auch in dem Alter von deinem Vater. Aber er zockt das jetzt nicht mehr so ganz gerne. Naja, ab und zu macht er das noch. Ja, jetzt direkt an der Stelle. Ich wusste es. Aber wenigstens konnte ich mich jetzt ein bisschen absichern. Ich hoffe, jetzt werde ich von keinem mehr angesprungen, sag ich mal. Wie sich das anhört, du bist nicht mehr angesprungen. Ja. Und, Mann, ich muss wieder gleichzeitig auch die Wii-Fernbedienung ein bisschen schwenken und die Knöpfchen drücken. Das kann schon ein bisschen. Ja, hier ist Multitasking gefragt. Ja, totales. So. Sprich, als Let's Player. Ja. Hat man hier ein bisschen Nachteil. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Oh, mitten bei den Parts. Sorry Leute, kurze Aufnahmeunterbrechung. Bis gleich. So, wir können wieder weitermachen. Ich hoffe, jetzt gibt's keine Anrufe mehr. Nur komischerweise wird er immer dann angerufen, wenn gerade was gemacht wird hier, ne? Ja, leider, aber es ist auch klar. Ich habe meistens meine Aufnahmen immer am Abend gemacht, wenn ich das Handy schon ausgeschalten habe. Aber gut. Jetzt machen wir mal hier weiter und ich hoffe, ich kann einen Bob in den richtigen Moment hierher schicken. Nein! Super. Was mache ich bloß wieder? Ich sehe gerade irgendwie gar nichts. Geht das Bild nicht? Da steht oben immer eine Framerate von 10 FPS oder so. Gibt's gerade 1 FPS. Oh je, jetzt hat's wieder total geleckt. Und jetzt bin ich wieder draußen. Das gibt's doch nicht. Oh nee. Augenblick. Ich denke, vielleicht müsste ich das nochmal irgendwie neu starten und an dem Punkt zurückkommen, wo es. Es steht ja wieder hohe Datenträgerauslastung durch Fraps. So. Stabilisiert sich das jetzt wieder? Kannst du das Bild sehen? Ja, jetzt ist es wieder stabil. Jetzt sind wieder 30 FPS. Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass es jetzt auch bleibt. Das sind gerade wieder auf 15. Ja, ich denke mal. Ja, jetzt ist es wieder. Na. Stell ich hin und her. Ihr könnt es ja nicht sehen, da ich es verberge. Ich werde den Part jetzt nicht nochmal neu starten. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen abwarten kurz. Sorry, Leute. Okay. Das sieht aber gut aus. Ja, jetzt bleibt's hoffentlich mal stabil, bitteschön. Na. Jetzt auf, dich ständig hin und her zu bewegen. Hui! Ihr könnt es ja nicht sehen. Ich nehme das ja nicht mit auf. Das habe ich auf Verbergen gestellt. Auf die Frames-Anzeige. Aber es ist komisch, dass das nicht die ganze Zeit stabil bleiben kann. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Ja. Ihr Computerexperten unter euch, schreibt es in den Kommentaren bitte schön, was ich dagegen machen kann. Wie schon im letzten Part, ein gutes Programm, das eine bessere Übertragung auch bringt. Gut. Versuchen wir es nochmal. Jetzt scheint es stabil zu sein. Ja. Sieht so aus. Aber für wie lange? Das hier ist die Frage. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Okay, aber diesmal geht es. Und so ja, diesmal bleibt stabil. Ja. Ich sehe zwar immer noch meine typischen Skype-10 FPS, aber... Ja. Ach, und ich bin wieder mal der König der Fehler. Gott.
Nein. Du sollst dich nicht Crush 40 Freak 89 nennen, sondern Crush 40 Fail 89. Ja, da würde ich aber meine Lieblingsband beleidigen, dass die dann die ganze Zeit failen. Siehst du ja in Kanal-Opening die Sänger bei den Sonic Games, also die Musikhersteller bei den Sonic Games, wie Sonic Heroes oder was auch immer. Ja. Ich meine, das haben sie jetzt in letzter Zeit nicht mehr gemacht für Sonic. Mann! Hört endlich auf mich drauf zu springen, oder? Das, du sprichst jetzt gerade mit den Kanonen oder mit den Bob-Oms? Mit den Bob-Oms. Weil die werden geschossen. Ja. Mann, also... Ich muss jetzt genau aufpassen. Und der Pilz darf sich jetzt nicht ohne mich verpieseln. Bob. Alter, also... Du hast es halt auch echt mit den Bob-Oms. Die haben dich gerne, das sehe ich. Ja. Für meinen Geschmack viel zu gern. Na toll. Will ich nur ein bisschen auf die Seite weichen und dann wieder sowas. Okay, jetzt müsste ich hier aufpassen. Ich müsste auch ein bisschen in Bewegung bleiben. Oh. Vorsicht. Okay. Jetzt ist die Gelegenheit. Rein. Ja, das sieht gut aus. Jetzt verschwindet er. Nein! Ach, das war nicht nee. Nah genug. Aber hey, das bewegt sich noch. Nimm den Bob-Om, der da gerade kommt. Okay. Ist jetzt nah genug, hoffentlich. Oh, ich muss wieder runter. Na komm schon runter, bevor mich so ein Bob-Om erwischt. Was ist denn da los? Also, will hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Gut, weil ich hatte gerade irgendwie die Meldung bekommen, Skype hat ein Problem mit der Internetverbindung. Ich dachte mir, was? Ja, aber ich höre dich jetzt noch. Und was ist da jetzt? Ich würde erstmal den Pilz da oben nehmen, der da noch ist. Den versteckten. Ja, irgendwo da ist er. Jetzt müsste ich irgendwie nach unten kommen, weil die Starcoin will ich jetzt haben. Ich will sie haben. Du gehörst mir. So wie ein. Wie so ein Wahnsinniger, der sich so hämisch freut, sodass er dann einen Hustenanfall bekommt. Ja. Ist mittlerweile Standard geworden. Ja. Ich kenne das auch noch von einem gewissen anderen Feind von Sonic. Mann! Den kennst du ihn auch noch. Dr. Eggman. Ja. Der gute alte Eggy. Ich meine. Man hatte ja vorher einen anderen Namen bei ihm verwendet, Dr. Robotnik. Mhm. Okay, ist das immer noch nicht nah genug? Oder jetzt könnte, aber? Ja. Jetzt ich müsste jetzt weg wieder und dann springen in den Tod. Juhu. Nein, noch nicht. Aber jetzt müsste ich da auch unbeschadet nach oben kommen und gleichzeitig auch mit Ludwig fertig werden. Mhm. Und falls ihr euch noch erinnern könnt, im letzten Part habe ich gesagt, Yoshi ist sein Vorbild. Bin ich mal gespannt. Warum ausgerechnet Yoshi sein Vorbild sein soll? Also es bleibt jetzt doch stabil. Ich habe wieder kurz nachgekommen. Kuckuck. Ja, da lachst du. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, Bams. Wieso sag mir mein Gefühl, dass du jetzt jeden Moment verreckst? Ich muss einfach nur genug aufpassen. Ah. Oh, verdammt. Oh. Das ist lustig mit anzusehen. Und ich hab's auch noch gesagt. Ich wusste es. Ich konzentriere mich echt hier zu wenig. Aber deswegen Yoshi ist ein Vorbild, weil er auch in der Luft strampelt. Oh Gott, wie lang wohl der Part jetzt sein wird. Komm, dann machen wir diesmal einen Überlängen-Part. Ja. Ich hoffe, dass jetzt wieder die Lags ausbleiben. Also im Moment sieht's gut aus. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, ein Item mitzunehmen, aber vielleicht kann ich diesmal unbeschadet hier weiterkommen. Vielleicht sollte ich dazwischen ein bisschen springen, dass ich da weiter oben eine Sicht habe, damit mich diese Bob-Omsparten mich nicht nochmal erwischen. Und ich bleib hier ganz auf der Seite, weil die müssen ja mindestens ein bisschen in die Mitte geschossen werden. Stimmt wohl. Ja. Den Pilz solltest du trotzdem mitnehmen. Ja, ich weiß. So, und... Eps. Jawohl's. Wahrscheinlich genau in dem Moment verreckst du jetzt. Muss ich einfach jetzt nur aufpassen ein bisschen, weil... Vorsicht. Ja, gerade noch ganz knapp. Das war aber gut erwischt, muss ich sagen. Ja. Boah, so. Da, du legst dich heute echt auch drauf an. Ja. Boah. Gott. Du hast echt Glück, dass die Plattform dich nicht zerquetscht, ne? Ja, sonst wäre es jetzt wieder vorbei.
Dann hätte ich wieder einen Anfall bekommen. Ja, Vorsicht. Und ich sag's auch noch. Oh nein, 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 nein. Bäm, bäm, bäm. Na los, mach bumm. Aber bei den Blöcken. Ach. Spring nochmal zu den Blöcken runter, würde ich sagen. Runter, ja. Springe runter zu den Blöcken. Ja. Springe runter wie Günther. Okay. Wer ist Günther? Wer ist Günther? Ja, wer ist Günther, genau. Also, ich wüsste doch... Okay. Günther ist wahrscheinlich sein Opa. Ja. Opa Günther. Nein, das war nix. Okay, das war nicht nichts, das war Fail. Ja. Totaler Fail. Mann, 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 Mann! Och, da nützt dir das Wirbeln auch nix, Mario. Gott, also... Was du hier manchmal echt für einen Mist anstellst, ne, ist... Besser als jeder Kinofilm. Eine Komödie vom Feinsten. Ich hoffe, euch Zuschauern gefällt's auch und ihr bekommt jede Menge Lachfleisch zu sehen. Nein! Also werft er ihn eigentlich? Kann er nicht normal hinlegen wie jeder andere? Nein. Kurz und knapp, nein. Oh Gott. Mario, du machst einen echt fertig. Oder? Ich verstehe eigentlich auch gar nicht, warum du so viele Probleme bei Ludwig hast. Der ist eigentlich total einfach. Ja, eigentlich schon, aber... Ich habe mich ein bisschen zu wenig konzentriert und nur einmal unaufmerksam sein und schon, was ist er gesehen? Entweder er oder der oder die Magieattacke. Oder beides. Ja. Doppel-K.O. Nee, ich wollte sagen, ein doppelter Treffer. Hm. Geht ja nicht. Ja. Zum Glück. Zum Glück, ja. Ich glaube, du hast in dieser Folge entwickelst du echt Respekt vor Bob Oms. Ja. Naja, noch dabei habe ich eher eine ziemliche, entwickle ich jetzt eine extreme Abneigung gegen sie. Aber... Abneigung und Respekt kann auch beides sein. Ja. Okay, jetzt kommen hier wieder zwei... Ich glaube, wenn du auch mein Hack mal let's playen möchtest, werde ich möglichst viele Bob-Oms einbauen. Ja, darauf bin ich schon mal gespannt. Gott. Dann gibt's eine normale und eine Crush 40 Version. Ja. Mann, ich! So langsam könntest du dir überlegen, dass du den einmal zusammenschneidest und dann in zwei Parts splittest. Dann hast du zwar keine Begrüßung, aber... Nein. Sonst hättest du ja einen richtigen Überlänge-Part. Ja, ich muss wirklich aufpassen, weil wir wissen, auch Fraps frisst unheimlich viel Speicher. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug, weil ich kann jetzt gerade nicht sehen, mein Speicherdatei. Leider. Ich habe ja noch über 100 GB jetzt gerade. Ich musste einiges wieder löschen dazwischen. Ich hatte vorher gerade mal noch die Hälfte. Bei 100 GB ist eigentlich schon eine Menge. Das dürfte eigentlich reichen. Ja. Ich meine, ich habe eine 500 GB Festplatte und habe noch eine externe mit genauso viel Speicher dazu. Ach, ich habe noch eine 1,5 Terabyte Festplatte, also. Extern? Okay, das Blume for the win. Ja, extern. Ja. Intern habe ich 320 GB. Kann er überhaupt wieder auftauen und dann explodieren? Oder nein, die ganze Zeit tiefgekühlt? Ja, ich glaube, es gibt heute Mittag Schockfrostbomben. Ja. Das könnte man so sagen, weil... Jetzt das wird der Knaller! Ja. Der war schlecht. Bombenstimmung. Ja! Ah, wow, okay. Das war nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern, das muss ich sagen. Ja. Okay, also jetzt bin ich auf jeden Fall besser vorbereitet. Dankeschön, endlich mal läuft es so, wie ich es mir vorstelle. Diesmal müsste ich... Ich hoffe eigentlich andauernd bei dir online. Jopop Gras ist online. Wer ist dieser Jopop Gras nochmal? Ich glaube auch einer meiner Abonnenten, weil der hat auch eine Kontaktanfrage gemacht. Kann es sein, dass es dieser ist, der mich die ganze Zeit anrufen wollte? Meine Oma zum Beispiel. Dann würde er das noch jetzt machen. Ja, das hat er auch vor kurzem noch gemacht. Okay, Schluss mit deinem Rumgewirble und deine Strampelei bringt ja auch nicht viel. Du möchtest gern Yoshinski. Wobei Yoshi ja eigentlich von ihm lernen könnte. Weil er kann ja mehrmals strampeln. Ja, Yoshi kann es ja auch, aber nur in regelmäßigen Abständen. Okay. Nur wenn er auf dem Boden war, kann er nochmal strampeln. Ja. So, und jetzt würde ich genau aufpassen, wo er rauskommt und dann direkt nochmal drauf springen. Ja, und?
Boah. Macht nichts. Ja, ich wäre beinahe jetzt auch noch in den Abgrund gestürzt gleichzeitig. Ja, das wäre natürlich schlimm gewesen. Ja, aber zum Glück hat das gereicht. Ludwig darf sich jetzt zur Burg, offiziell zur Burg verpisseln. Hat er ja schon. Ja, aber jetzt tut er es offiziell. Und jetzt bekommen wir dich den regulären Weg und wir können uns beim nächsten Part wieder auf Buhus freuen. Und ein Secret Exit. Ja. Weil in Geisterhäusern, wie ihr es ja vielleicht mittlerweile schon wisst, gibt es immer ein Secret Exit. Ja. Okay, aber dieses Mal, liebe Leute, beenden wir diesen Part. Wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, trotz der vielen Fails. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part. Ja, und ich hoffe auch mal, dass ihr mal bei mir vorbeigeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, steht der Link unten. Mhm. Und ich schreibe auch gleich den Link von den Highlights Ender drauf. Weil er macht das ja auch ziemlich gut als Let's Player. Und ich habe auch in eins seiner Videos gesehen, spielt er echt Klavier? Oder? Ja, der spielt Klavier. Ah, na nicht schlecht. Naja, kein richtiges Klavier, eher so ein elektrisches Klavier. Aber ja, aber trotzdem. Aber auch er würde sich freuen. Ja. Nur in letzter Zeit mit Let's Plays, er hat auch sehr viel zu tun. Also er ist nicht so wie ich, dass er sich auf Let's Plays konzentriert und regelmäßig hochlädt, sondern mal so hin und wieder, wenn er Zeit hat. Ja, ich bin ja auch so einer. Das ist aber kein Grund, ihn nicht zu abonnieren. Genau. Ich bin ja auch so einer, weil ich kann ja auch nicht ständig Parts aufnehmen oder hochladen, wenn es einem beliebt, weil immer in der Summe 11 Strikers Let's Play, da haben mich ständig gefragt, wann kommt der nächste Part und um welche Uhrzeit und so. Und wann machst du mal zwei Parts gleichzeitig in einen Tag? Oh je. Ich bin ja nicht so wie Markus oder Geilkin zum Beispiel, weil die haben ständig Zeit dafür. Ich weiß ja, die verdienen ja auch genug teilweise. Ja. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwie komplett davon leben, aber die werden schon was damit verdienen. Ja, aber ich denke, sie müssen aber auch normale Arbeit haben und Markus findet ja auch gleichzeitig Zeit zum Fußballspielen, weil er ist ja auch, er spielt ja auch Fußball. Habe ich mal in einem Video gesehen. Na gut. Aber danke jedenfalls fürs Zugucken. Ja, also, was zum Uploaden? Du machst es ja unregelmäßig, dafür machst du aber auch längere Parts als ich. Das muss man ja schon mal sagen. Also von der Zeit her werden wir, glaube ich, wöchentlich etwa gleich sein. Ich lade nämlich jeden Tag hoch, aber dann nur Viertelstunden. Ja. Dafür aber weiß man immer, dass bei mir was kommt. Ja, ich habe auch in Upload-Pan jetzt aufgeschrieben, wann ich einen weiteren Part von irgendwas hochlade. Also, aber die Uhrzeit ist natürlich verschieden, also entweder in der Früh gleich, bevor ich zur Arbeit gehe, oder am Abend oder in der Nacht, dann wird es halt dann um Mitternacht erst oben sein oder um 1 Uhr früh. Habe ich überhaupt schon den nächsten Part von Spyro hochgeladen? Ja. Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe ihn schon gesehen, den nächsten Part, also jedenfalls bei der Abo-Box. Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe auch, wie schon gesagt, gemerkt, ich bin froh, dass ihr auch bei ihm vorbeigeschaut habt. Ich glaube, das war Wurlam oder so. Schreibt er sich? Kann sein, ja. Jedenfalls bei Crash Team Racing, zumindest mal. Also macht weiter so und hilft auch den anderen Let's Player-Talenten, den eher Unbekannten. Genau, das ist besonders wichtig, denn jeder freut sich über Abos, besonders die, die sich richtig Mühe geben und trotzdem unbekannt bleiben. Genau, also wie immer, seid gespannt und schaltet wieder ein. Danke fürs Zugucken, euer Crush40Freak89 und Galaxy Mario 96. Das hat mich echt gefreut und ich hoffe, beim nächsten Mal auch wieder dabei sein zu können. Ja, ansonsten wird er garantiert beim epischen Bossfinale dabei sein, weil ich weiß schon, was uns da erwarten wird. Und vielleicht auch in einen der Sternenwelten, weil da werde ich noch offscreen die letzten Starcoins sammeln dafür. Okay. 97. Genau. Also, Also auf Wiedersehen. Du erinnerst dich noch? Du erinnerst dich noch bei mir? Ja. Ich habe ja nicht alles jetzt direkt geguckt, aber ich möchte den Level dann lieber doch gleich blind spielen. Da wird aber wahrscheinlich eine Fehlparade vom Feinsten sein. Hack wird's auch. Wobei, bei mir laggt's ja leider. Irgendwann werde ich auch nochmal, das weiß ich jetzt schon, irgendwann werde ich nochmal ein Let's Replay machen. Ja, also Let's Play Again. Genau, ja. Let's Play Again. Vielleicht mache ich da auch noch von der Sonic Generations Let's Play Again. Weil da kann ich meine Roxio dieses Mal besser machen. Ich habe ja schon mich informiert, da werde ich jetzt noch bei YouTube ein bisschen nachgucken, wie ich die Qualität noch weiter rauf stufen kann. Okay, danke jedenfalls fürs Zugucken, Leute. Also, auf Wiedersehen und tschüss und danke fürs Zugucken. Ciao. Ja, bis dann.